So, hallo zu meinem Gameplay-Video zu Burnout Paradise. Ich werde euch heute dieses Rennspiel vorstellen. Ja, hier sieht man schon das Intro. Ich bin übrigens Patrick, heiße Patzestanz, in der Giga-Community und auf YouTube Pettygunner 2, falls sich jemand mein Profil anschauen möchte. So, hier kommen wir zum Hauptmenü, gehen gleich ins Spiel rein, wo man dann auswählen kann, ob man mit dem Auto oder mit einem Bike fahren möchte. Wir fahren jetzt erstmal mit Autos und hier sieht man schon, es gibt verschiedene Klassen von Autos und Autos zu Genüge. Hier das zum Beispiel ist ein Crash-Auto. Und diese Autos kann man eben dann auch noch aufwerten und die sehen dann so aus. Und wenn man sie repariert hat, sehen sie noch besser aus. So, dann gibt es halt Stunt-Autos, Tempo-Autos und Crash-Autos. Ja, also hier sieht man, es gibt wirklich ziemlich viele Autos. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Tempo-Auto, mit dem man halt besonders schnell fahren kann. Ich nehme jetzt hier mal ein Stuntwagen, wo man besonders gut Sprünge vollführen kann und beschleunigen kann. Ziemlich gut. Besonders gut beschleunigen kann. So. Hier kann man noch den Lack auswählen und das alles noch ein bisschen lackieren. Tunen kann man die Wagen nicht. Nur halt eben durch so Events sich eine aufgemotztere Version des Wagens beschaffen. So, hier sind wir schon gleich dann im Spiel drin und können losfahren. Unten links in der Ecke sieht man den Boost-Balken und rechts unten die Map. Hier. Das ist ein Super-Jump. Davon gibt es viele in der Stadt. Wenn man alle gefunden hat, dann kann man noch einen Wagen freigeschaltet bekommen. Hier zeige ich euch das Menü. Hier sieht man Rekorde, Entdeckungen. Mit F1 und F2 kann man dann weiterschalten, was ich am Anfang des Spiels noch nicht ganz so kapiert hatte. Hier der Burnout Store, wo man halt neue Erweiterungen sich kaufen kann. Spieloptionen und Online-Optionen hier. Ich finde das ziemlich gut gemacht, dieses Menü. Außer, dass man halt dieses Weiterschalten nicht so kapiert so schnell. Hier das ist die Map. Links ist halt so ein Waldgebiet, bergiges Gebiet und rechts die Stadt, wo es dann auch mehr zu sehen gibt und zu entdecken gibt. Obwohl es auch in den Bergen ganz coole Sachen gibt. Wovon ihr dann einiges sehen werdet gleich noch. Hier, das sind die Audio-Optionen mit den E-Tracks. Das wollte ich euch unbedingt nicht vorenthalten, weil da wirklich coole Songs dabei sind, finde ich. Thank you.
hier weiter unten sind Klassiklieder, zu denen man dann auch fahren kann. Ja, wunderschön. Ich bevorzuge andere Musik zu Rennspielen. So, zu den einzelnen Events. Da muss man dann diese Strecke entlang fahren. Und solch ein Rennevent wollte ich euch nicht vorenthalten, da das ja ein Rennspiel ist. Wollte ich euch das mal unbedingt zeigen, wie das so ist. Hier vorne hat man schon gleich gesehen, dass sich die Gegner auch ordentlich mal kämpfen, kann man das so sagen, bei einem Rennspiel. Naja, dass sie sich zumindest ordentlich wegbashen gegenseitig. Und das ist, mit der Zeit wird das richtig schwer, diese Rennen. Ich bin jetzt schon etwas weiter im Spiel. Am Anfang sind die noch relativ leicht, aber im Moment auf diesem Schwierigkeitsgrad, dem ich jetzt im Moment angelangt bin, ist das schon ziemlich schwer. Deswegen werde ich jetzt auch nur Zweiter, leider. Und nur wer Erster ist, gewinnt. So, kommen wir zu einem Stunt-Rennen. Zeig Kombos. Das ist ein Stunt-Rennen. Bei diesem Stunt-Rennen geht es eben darum, möglichst viele Punkte zu bekommen. Und diese Punkte bekommt man eben durch Driften und Boosten und Springen. Und hier diese Multiplikatoren bekommt man eben auch durch besondere Tricks, nennen wir es mal so. Und überstehe die Fahrt zum Wildcats Baseball Stadium im Osten. Das hier ist ein Marktman-Rennen. So, da muss man auch zu einem speziellen Punkt in der Welt kommen, in Paradise City. Und man wird eben von 4-5 Wagen verfolgt, die wie die Verrückten fahren und einen davon abbringen, ist zumindest versuchen, jemanden davon abzubringen, diesen Punkt zu erreichen. Und das funktioniert erstaunlicherweise sehr oft ziemlich gut, weil die eben wie die Verrückten fahren, aber ich auch. So, guckt euch den zweiten Teil an, da geht es nämlich dann weiter.